Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Bio-Koch. Heute machen wir einen Ananassalat für euch. Haben wir eine schöne Bio-Ananas. Ein bisschen Vanille brauchen wir. Agavendicksaft oder Honig. Eine Orange. Und das war's an sich schon. Ganz einfache Geschichte. Ananas erstmal. Ich sage mal den Kopf ab, aber ist eigentlich nicht. So, das Grüne weg. So, stellen wir hier. Schneiden die runter. Vielen Supermärkten bieten die ja mittlerweile auch geschält an. Vielleicht sind das dann häufig keine Bioware, die es da gibt. So. Probieren wir mal die Ananas. So. Das dürfte uns reichen. Dann vierteln. Das hat einen Grund. Kommt der Kern. Sieht ihr aus? Ja, so ein runder Kern. Schneiden wir raus. Der ist einfach deutlich fester. Da freuen sich nachher die Papageien. Die hört ihr ab und zu mal im Hintergrund schreien. Ah, hört ihr? Sehen Sie? Die merken das schon. Die merken, dass das Ananas, dass es wieder Ananas gibt. So, dann schneiden wir das einfach hin. Erstmal in Scheiben. Müsst ihr euch so eine Situation suchen, so wie es ganz gut liegt. So liegt das ganz gut. Ja, wie man hört, halten sie es kaum noch aus. Aber 2-3 Minuten müssen sich jetzt gedulden. Noch keine Würfel. Einfach eine Schale rein. Wer die Ananas nicht roh ab kann, manche haben ja Allergien dagegen, der würde sie jetzt ganz kurz anschwenken. So, auch das schöne kleine Würfel. Etwas gemahlene Vanille, schöne Bourbon-Vanille, das ist eine ganze Vanilleschote, die ist einfach gemahlen, die wir haben. Es duftet, kommt. Orangen. Einfach den Saft von zwei Orangen drauf pressen, also von einer Orange, beiden Hälften. Schöne Saftorangen sind das. Dann Agavendicksaft. Ihr könnt natürlich auch Honig nehmen oder Rohrzucker. Schmeckt alles sehr gut. Agavendicksaft hat immer den Vorteil, dass es sich gut verteilt. Und dass ihr das vegan gleichzeitig servieren könnt. So. Schön unterheben. Eine Stunde würde ich das jetzt marinieren, bevor ich serviere. Wenn die Stunde vorbei ist, gebt ihr das schön in ein Glas rein. Mit Saft. Lecker, ganz wichtig. Ne? So. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, etwas Kokosnussmilch drüber geben. Oder normale Milch, schmeckt auch ganz gut. Oder Sahne. Ich habe jetzt hier mal so eine Soja-Vanille-Milch. Einfach mal zwei Esslöffel drauf. Plättchen Zitronenmelisse. Ja, Plättchen ein bisschen übertrieben hier. So, et voilà. Fertig ist wieder. Kleines, feines Dessert. Ganz schnell gemacht. Bon Appetit.